Die Lernfähigkeit der westlichen Finanzmärkte scheint sich durchaus in Grenzen zu halten. Aber Fakt ist, ohne Abverkauf an der Wall Street wird es keinen Deal USA-China geben. So meine These. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Mit dieser These bin ich nicht ganz alleine. Aber kommen wir mal zur Lernfähigkeit der westlichen Märkte. Donald Trump ja wieder mit einem relativ sinnfrei optimistischen Tweet. Ja, ich bin optimistisch für einen Deal, aber er hat keinerlei Grund für diesen Optimismus. Dementsprechend haben auch die westlichen Finanzmärkte, allen voran die Wall Street, keinerlei Grund für diesen Optimismus. Das Problem an der Geschichte ist doch, die Amerikaner haben aus Sicht der Chinesen eine rote Linie überschritten. Das ist das, was mit Huawei seitens der USA passiert. Man will praktisch Huawei aus der westlichen Welt rauskegeln, weil man sagt, das ist praktisch ein Organ der kommunistischen Partei. China wiederum sagt, wenn ihr Huawei rauskegeln wollt, kegelt ihr praktisch unsere technologische Speerspitze raus. Da werden wir nicht mit euch sprechen, solange ihr hier nicht einen Rückzieher macht. Können die Amerikaner einen Rückzieher machen? Nein, eher schlecht. Denn dann würde das ganze Gerede von großes Sicherheitsrisiko, das Trump ja auch gestern wiederholt hat, militärisch, spionagetechnisch etc. etc. keinen Sinn machen. Man müsste also diese Aussagen zurücknehmen, wenn man diesen Bann von Huawei komplett rückgängig machen würde. Dazu kommt, dass die amerikanische Opposition mithin, also die US-Demokraten in Sachen Huawei, nicht weniger hawkisch sind sozusagen als Donald Trump. Jetzt ist also die Situation, warum sollte Donald Trump plötzlich eine weichere Linie fahren gegenüber China, wenn die Wall Street nicht abverkauft? Trump wird nur dann eine weichere Linie fahren, wenn die Wall Street abverkauft, denn er will seine Wiederwahl nicht gefährden. Da wäre er wahrscheinlich bereit, alle Kompromisse einzugehen, die man irgendwie eingehen kann und muss, damit man dann vielleicht doch einen Beruhigungsdeal hinbekommt. Selbst der würde dann aber wahrscheinlich nicht langfristig tragen, weil einfach die geostrategischen Spannungen zwischen beiden Ländern absehbar groß bleiben. Jedenfalls manövrieren sich die Märkte da offenkundig in eine etwas seltsame Situation. Je weniger sie abverkaufen, je höher sie bleiben, umso geringer die Wahrscheinlichkeit für einen Deal. Und dass man wirklich blind offenkundig an einen solchen Tweet von Donald Trump glaubt, das ist geradezu schon ein bisschen autistisch, möchte man sagen, mindestens sehr unempathisch. Denn schauen wir uns mal die Meldungen der chinesischen Medien heute an, wie die ganze Geschichte sehen. Und da ist nicht so wahnsinnig viel Neigung zu verspüren, mit den Amerikanern einen Deal zu machen. So heißt es zum Beispiel in der Global Times, der führenden Zeitung der kommunistischen Partei, mithin also dem Organ Pekings oder der Machthaber in Peking schlechthin. Die Amerikaner führen nicht nur einen Handelskrieg gegen China, sondern einen vollen Krieg, und der China erobern soll, ohne einen einzigen Schuss abgeben zu müssen. Dann sehen wir hier drunter gleich Restricting Huawei backfires on US interests, disrupt global telecom industry, also schadet auch den amerikanischen Interessen selbst. Dann haben wir etwa eine solche Schlagzeile auch aus der Global Times, aber man könnte andere Organe auch nehmen. Die fortgesetzte Eskalation des Handelskriegs wird eben auch dann alle treffen ein Stück weit. Die USA ist the troublemaker of all this. Es sind die Amerikaner schuld an all dem. Heute viele Berichte, dann eine Fluglinie nach der anderen aus China hat jetzt der Forderung gestellt an Boeing nach Schadensersatz wegen diesem Boeing 737 Max. Dementsprechend ist da also wenig Entspannung zu erkennen. Das wird unterstützt hier nochmal durch Hu Jintao, das Orakel von Peking. Präsident Trump hat am Donnerstag ein baldiges Ende des Handelskriegs verkündet zwischen den USA und China. This kind of confidence, believing that the US can quickly press China to submit, is the biggest obstacle. Also der Glaube, dass man China so ganz schnell mal überzeugen könnte, einen Deal zu machen, ist das größte Hindernis für diesen Deal. Der Trade War oder der Handelskrieg may last for a long time. Der Handelskrieg wird wahrscheinlich eine sehr lange Zeit dauern. Ich glaube, es ist besser, dass die Leute sich darüber keine Illusionen machen, aber die westlichen Märkte machen sich darüber Illusionen. Da muss man wirklich teilweise mit dem Kopf schütteln. Mir geht es zumindest so, dass also ein solcher Tweet von Donald Trump so etwas hervorrufen kann. Man sollte doch eigentlich immer, wenn es einen Konflikt gibt, beide Seiten zumindest anhören. Aber die westlichen Finanzmärkte hören nur auf das, was die Trump-Administration sagt. Und wenn da eine optimistische
Dinge quatscht geradezu, dann denkt man sich, ja, dann ist die Lage ja besser. Nein, man muss eben auch sehen, wie faktisch die Lage ist, indem man die Situation des anderen Konfliktpartners sich anschaut. Genau das will ich tun damit, indem ich sozusagen die Statements abgleiche und gucke, wie stark ist überhaupt der Realitätsgehalt hier vorhanden in Sachen Trade-Optimismus, Handelsoptimismus, Handelsdeal-Optimismus. Und der Realitätsgehalt ist null. Und die rote Linie, wie gesagt, das ist völlig klar, ist Huawei. Solange da die Amerikaner keinen Rückzieher machen, wird da nichts kommen. Heute hat der Abgesandte Chinas in den USA gesagt, es ist kein Gespräch terminiert und wir haben auch derzeit eher nicht die Absicht, ein Gespräch zu führen. Auch, und das war implizit in dieser Aussage, eben auch nicht auf dem G20-Gipfel Ende Juni. Da müsste Xi Jinping schon auch vor der eigenen Bevölkerung ein sehr gutes Argument haben, warum er mit Trump überhaupt ein Gespräch führen soll, wenn die Amerikaner eben so agieren, wie sie agieren, im Mindesten aus Sicht Pekings. Schauen wir uns die Märkte an und gucken, was da so los ist. Was wir hier sehen, ist der S&P 25. Wir haben hier diese, nicht 25, S&P 500. Wir haben hier diese Rallye gehabt, die schien dann weiterzugehen. Dann Booms, kleiner Abverkauf. Jetzt der Versuch wieder einer Erholung. Aber so richtig kraftvoll sind die Bullen nicht. Und das am Magic Risk-Free Friday, meine Damen und Herren. Da muss es eigentlich heißen, alle rein. Weil wann denn sonst? Wir haben den Dow Jones bei 25.562, sehen den Nasdaq, der hier angestiegen ist, aber nach wie vor eigentlich immer tiefere Hochs produziert. Wir haben Germanski 30, also den DAX, der aktuell bei 12.026 Punkten hantiert, wenig bewegt eigentlich heute. Wir haben den Euro, der plötzlich Stärke gewinnt, mithin haben wir Dollarschwäche derzeit. Und das ist etwas, was etwas merkwürdig ist. Was steckt dahinter? Warum ist der Dollar seit gestern so schwach, obwohl die Renditen für US-Staatsanleihen ja nicht gerade steigen, maßgeblich? Dollar-Yen auf dem tiefsten Stand seit Wochen. Normalerweise ein Parameter für Risikoaversion. Wir haben dann den Goldpreis, der sich halten kann bei 1283. Und wir haben das amerikanische Crude Oil, das versucht hat, diesen Abverkauf wieder ein bisschen aufzuholen, ist aber nicht gelungen. Dann kam gleich der nächste Abverkauf. Jetzt versucht man sich ebenso wie die Aktienmärkte zu stabilisieren. Also leichter Autismus seitens der westlichen Medien auch ein Stück weit. Alle gucken auf ihr Bloomberg-Terminal, alle lesen nur Nachrichten von Reuters. Und wenn die irgendwelche Insider-Informationen aus der Trump-Administration wiedergeben oder Tweets von Donald Trump wiedergeben, dann glaubt man, daraus irgendwie wirklich ableiten zu können, wie der Stand der Dinge ist. Das ist aber falsch, sondern man muss eben die Wahrnehmung der anderen sehen, um zu gucken, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass China sich überhaupt auf Gespräche schon mal einlässt, geschweige denn einen baldigen Deal mit den USA macht. Da haben sie im Grunde keinerlei Anreize dafür. Der Schaden ist angerichtet. Sie können nur ihr Gesicht verlieren, wenn sie kuschen. Das werden sie nicht tun. Auch vor der eigenen Bevölkerung werden die Machthaber das nicht riskieren. Dementsprechend haben wir hier ein Thema, das uns jahrelang beschäftigen wird. Und die Märkte denken immer, ja, das Ding haben wir dann bald abgefrühstückt und dann machen wir weiter Business as usual. Das wird nicht der Fall sein. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende Ihnen, meine Damen und Herren. Servus.